und hier noch was macht, aber jetzt wollten wir erstmal hier unten das Dingens hier umbauen. Dass der Depot dort wegkommt. Achso, da fahren auch die Züge von hier unten. Ne, die haben unten ein eigenes Depot. Oh, jetzt habe ich den Gewinn weggeklickt. Ja, Züge wieder leicht gestiegen. Ja, man sieht das leider nicht hier. Das ist irgendwie ziemlich ätzend. Holz macht Gewinn, Kohle macht Gewinn, Öl ganz schön zugestiegen, Passagiere, Post. Waren kleines Minus. Müssen wir uns als nächstes hier um Vieh und Dings kümmern und dann auch gucken, wie wir dann die Waren und was wir vor allem auch mit dem Stahl machen. So, kann ich jetzt hier irgendwie... Hier sehe ich noch Abkürzungspotenzial. Das ist ja nicht viel, aber... Ich brauche da im Prinzip die Fläche, um die Fläche, oder mache ich gleich hier, dass ich mir hier noch die zusätzliche Kurve spare. Da brauche ich ja so einen kleinen Huckel rein. Ah, ich brauche ja so einen kleinen Huckel rein. Obwohl, ne. Achso, da ist jetzt das im Weg. Hehe. Bauen wir erstmal notdürftig einen Tunnel hin. Ach, Mist, ich hätte den Tunnel eins weiter hinten bauen müssen. Reißen wir nochmal ab. Oh, ich stelle mir gerade die Frage, ob man den Tunnel nicht einfach lässt. Nee, ich hätte das schon gern, dass die oben rumfahren. Ist natürlich auch gefährlich, hier ist potenzielle Wassereinbruchsgefahr. So, hier ist jetzt Stau, weil... Ja, das Depot steht auch blöd, auch diese ganze Durchfahrt hier. Die ist ja richtig doof, aber können wir jetzt nichts ändern. So, das Gleis muss einfach bloß hier raus. Das muss bloß dort rausziehen. Das hätte ich aber schon gern wieder da. Oder müssen wir dann den Tunnel gleich wieder zuschütten? Ich mache das jetzt erstmal nur so. Obligatorisch. Das spart vielleicht jetzt nicht wirklich viel Fahrzeit ein, aber nee, das war das, ne? Das kann jetzt hier weg. So, und dann muss die Brücke, oder lasse ich das so, dass ich dann bloß ja so gerade rumbaue?
Ich glaube, ich lasse das erstmal so. Das müssen wir mal gucken. Wenn das dann irgendwie zu sehr staut an der Stelle, dann müssen wir es halt erstmal umbauen wieder. Guck mal, wir können natürlich hier noch geradeaus durchbauen. Achso, hier fehlen noch Signale natürlich. Zack. Dann kann ich vielleicht die Kurve nochmal um 1 entschärfen. Genau, so sieht das doch ansehnlich aus. Oder was denkt ihr? In Ordnung oder hässlich? Keine Ahnung. So, dann können wir hier... die Boxengasse ausfädeln. Ah, da ecke ich hier hinten an. Das ist eigentlich jetzt auch nicht das, was ich wollte. Da machen wir was anderes. Achso, warte mal, das ist eh bloß das Gleis hier. Stimmt, das ist ja dann egal. Jetzt war ich schon wieder so auf den Rechtsverkehr eingestellt, ja. Da kann man das hier so tüdeln. Ja, ist das so gut? Wir machen es einfach jetzt so hier. Ich glaube nicht, dass es gut ist, aber... so. Dann kann das Depot hier oben weg. Ah, das ist auch noch so ein altes, ne? Ist das, war das nicht unter Denkmalschutz oder war das das hier unten? Ah, ich weiß es nicht. Aber unten stehen gleich zwei. Dann raubt man das jetzt hier weg. Aus Gründen der besseren Verkehrsführung. So. Man könnte natürlich auch hier die Linie hier so dran vorbeibauen, ne? Also. Naja, gut. So hätten wir das. So, wie gesagt, es wäre die potenzielle Frage nach dem Öl, das hierher zu bringen und abzuladen, damit Zügen zu fahren. Oder ob man jetzt erstmal. Was habe ich jetzt gemacht? Achso, ich habe gespeichert. Ob wir jetzt doch erstmal die anderen Minuspunkte vornehmen. Eisenerz schon wieder im Minus? Was ist denn da los? Hat man den hier in den Gewinn gekloppt? Oder lag das jetzt an den ganzen umgerüsteten Wagen, dass es als Minus zählt? Ich verstehe das nicht. Egal. Ja, jetzt ist die Frage Getreide und Vieh. Die könnten ja im Prinzip das gleiche... Ah, nee, Quatsch. Getreide und Vieh. Wo haben wir denn da die großen Zentren? Bauernhof. Hier? Hier wäre zum Beispiel schon mal das Stahlwalzwerk. Das müsste man jetzt irgendwie miteinander verbinden, meiner Meinung nach. Oh, die warten ja teilweise auf Materialien. Ja, das ist nämlich auch jetzt hier das Problem. Durch die kürzere Strecke können die ja viel mehr wegkarren. Nehmen wir mal das hier noch mit rein. Da muss ich darauf achten, dass das andere da nicht drin ist. Kopieren wir das einfach mal schnell. Zack. Achso, halt, Moment. Und Abfahrt. Hier hinten wäre auch noch eins. Das nehmen wir dann auch gleich noch mit. Dass das Beladen vielleicht ein Stück schneller geht. Ja,
die nicht. Wenn dann die, auch wenn ihr natürlich mit den Diagonalen hier nicht ganz so passt auf das Gleis. Nee, halt, Quatsch. Hierher bitte. So, da haben wir hier wieder ein bisschen so. Und hier, ja, dann machen wir das jetzt. Hier unten, hier wäre gleich das Stahlwerk. Das müsste man doch irgendwie, wenn man jetzt hier irgendwo eine Fabrik findet. Und wenn ich das Zeug wieder hier hinterkarre. Na gut, dann hätte man hier eine Fabrik, wo man dann die Waren hier so in der Umgebung transportieren kann. Und das andere Stahlwalzwerk, das war jetzt wo? Das war doch auch irgendwo gewesen, hm? Die fahren nach Haraoka Transfer, das ist hier unten. Und von dem Walzwerk könnte man dann hier sich eine Fabrik suchen und die Ecke anfahren. Und hier oben war, glaube ich, noch... Hier war noch Vieh und Getreide. Das ist eine Idee. Moment, wir suchen uns jetzt hier irgendwo eine Fabrik. Irgendwo... Na gut, die Züge, die fahren jetzt hier zurück. Die Züge, die fahren hier hoch. Fabrik, ja, gibt's genug, ne? Vielleicht irgendwo was, wo schon eine Anbindung besteht. Können die Züge hier hochfahren nach Kawatani Höhe? Nee, das erreichen sie leider nicht. Schade. Ja, da müsste ich irgendwie noch ein Geradeausgleis reinziehen. Da wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wie ich das machen sollte. Okay, was haben wir noch? Die Züge könnte man zur Not auch einfach runterfahren lassen. Wenn man jetzt die auf das Gleis hier unten umbauen. Hier ist noch kombinierter Passagier.